Jetzt also, wie in der vorigen Folge angekündigt, einige kleine Übungen zum CSS-Grid. Alle Dateien können Sie auf der www.informatikzentrale.de Informatikzentrale.de herunterladen. Sollte unterm Video alles verlinkt sein. Zuerst mal haben Sie hier also ein ZIP mit den Dateien. Das habe ich hier schon mal entpackt. Sie sehen, wir haben zwei HTML-Dateien. Für die erste Übung brauchen wir nur hier die obere mit den Kuchengrundlagen. Dann gibt es ein Verzeichnis Bilder, da sind irgendwelche Bilder drin, muss Sie gerade nicht jucken. Und es gibt ein Verzeichnis CSS mit einem Style Sheet. Ich habe das hier mal geöffnet. So wie da rechts unten sieht die Website aus. Wir haben vier Boxen, aufgeräumte Küche, Handrührgerät, Herd mit Backofen und so weiter. Aus denen sollen wir natürlich einen Grid machen. Hier links ist der HTML-Code, den sollten Sie auch öffnen, sonst macht es überhaupt gar keinen Sinn, sonst gehen Sie lieber irgendwie ein bisschen raus. Da rechts ist das CSS, ich habe hier schon kommentiert, die beiden Teile, wir arbeiten jetzt hier im oberen Teil, weil wir bei den Küchenutensilien sind. Rezept ist die nächste oder übernächste Übung. Gut, Ihre erste Aufgabe ist mal in die HTML-Datei reinzuschauen. Und zu schauen, welche Klassen sind es eigentlich, die Sie jetzt brauchen, damit das Grid funktioniert. Pausieren Sie gern das Video und machen Sie es jetzt. Sie haben das bestimmt ganz wunderbar herausgefunden, die vier Boxen sind diese mit der Class-Grundlagen-Box. Die haben alle die gleiche Klasse. Sie erinnern sich, dass wir das beim Grid so brauchen. Außenrum ist der Grid-Container, also das Div außenrum, das das ganze Grid beherbergt. Das hat die Klasse Kuchen-Backen-Grundlagen. Mit dieser Erkenntnis können Sie jetzt weiterfahren zur nächsten Aufgabe. Sie sollen nämlich diese Boxen mal anordnen. Was genau zu tun ist, habe ich in die Aufgabenstellung ganz, ganz genau reingeschrieben. Wichtig ist, dass Sie mit den Grids experimentieren und einfach verschiedene Dinge anlegen, mal mit Prozent, mal mit Pixel, mal mit unterschiedlichen Größen, mal mit Repeat, mal ohne. Hier sehen Sie ein paar Beispiele, wie die Lösungen aussehen könnten. Zuerst haben wir hier zum Beispiel ein 2x2-Grid oder hier unten eins, wo alle Boxen nebeneinander sitzen. Oder bei der letzten Übung haben wir alle vier Boxen untereinander, aber die obere Box ist relativ. Was ist Gegenteil von hoch? Ist egal, pausieren Sie das Video. Go for it. 3, 2, 1. Gut, ich gehe mal zu Werke. Zuerst mal müssen wir natürlich dieser ganzen umgebenden Containerbox namens Kuchenbacken-Grundlagen sagen, du sollst ein Grid sein. Das machen wir mit Display Grid. Wie wir wissen, passiert da noch gar nichts. Der Beweis, nichts Besonderes. Deshalb müssen wir jetzt noch sagen, wie viele Spalten und/oder Zeilen hätten wir gern im Grid. Wir schauen in die Aufgabenstellung. Wir wollen ein 2x2 Grid, also zwei Spalten. Wir könnten zum Beispiel schreiben, das würde bedeuten, zwei Spalten jeweils 300 Pixel. Ganz wundervoll, hat schon funktioniert. Der besseren Anschaulichkeit halber finde ich einen Rahmen und eine Hintergrundfarbe als ganz sinnvoll. Eigentlich wollte ich jetzt das Ganze den Boxen geben. Denken Sie mal kurz nach, was ich falsch gemacht habe, warum er das nicht den einzelnen Boxen gegeben hat. Richtig, ich hätte das natürlich nicht dem Kuchenbacken Grundlagen geben sollen, sondern den Grundla der Grundlagenbox. So ist es ganz wunderbar und durch den Rand sehen wir, was hier genau passiert ist. Natürlich hätten Sie auch mit Repeat arbeiten können, zum Beispiel. Passiert überhaupt gar nichts anderes.
Und sie hätten vielleicht noch eine Row angeben können. Da die Verteilung automatisch erfolgt, wäre das hier nicht notwendig gewesen. Sie sehen, jetzt habe ich den Zeilen, habe ich einen Wert von 400 gegeben. Hier presst es das Backblechbild raus und alles wurde etwas zusammengeschoben. Ich würde es einfach weglassen, wenn es nur darum geht, die Teile auf zwei Spalten zu verteilen. Gut. Nächste Aufgabe, wir wollen ein 4x1 Grid, das heißt, wir wollen, dass alle vier Boxen nebeneinander stehen. Nichts einfacher als das. Sagen wir mal, eine Box ist 300 Pixel breit. Das ist ganz, ganz wunderbar. Wie wir übrigens Abstände zwischen den Boxen machen, lernen wir in der nächsten Folge. Jetzt kann Ihnen Folgendes passieren, dass Sie nämlich einen Bildschirm haben, der ein bisschen kleiner ist. So. Und dann ist das alles natürlich ein bisschen blöd. Deshalb, wie auch in der Aufgabenstellung schon gefordert, könnten wir uns überlegen, ob wir nicht mit Prozent arbeiten. Manchmal ist die Arbeit mit Prozent ein bisschen tricky, weil zu den 100%, die wir jetzt durch 4x4 Boxen a 25% haben, kommt vielleicht noch was dazu, irgendwelche Margins oder Paddings und so weiter. Muss uns jetzt im Moment aber nicht jucken. Sie sehen, wenn ich jetzt den Bildschirm verschiebe, es sind immer innerhalb der äußeren Diffbox 25%, ist ganz wunderbar. Und Sie haben sich sicher schon gedacht, das arme Schwein, warum tippt er so viel? Warum macht er nicht? Ganz wundervoll. Dritte Aufgabe, 1x4 Grid, das heißt, sie sind alle untereinander und die Höhe zum Beispiel der ersten Zeile unterscheidet sich. Also schreiben wir hier nicht Columns, sondern Rows. Hier hätten wir vier Zeilen mit der gleichen Höhe, 300 Pixel zum Beispiel. Falls wir die erste Zeile dünner haben wollen, könnten wir zum Beispiel schreiben: Sie sehen, die obere ist jetzt ein bisschen dürr, auch ohne Bild. Und auch hier können wir mit Repeat arbeiten. Voila, bam bam. Das war's. Nächste Aufgabe. Sie sollen die Boxen ein wenig designen, mit einem Rahmen drumherum und mit einer anderen Hintergrundfarbe. Das habe ich jetzt aus Versehen schon gemacht. Niemand ist perfekt, nicht einmal ich. In der nächsten Folge schauen wir uns Abstände und Ausrichtungen an. Bis dann grüße ich Sie herzlich. Ciao, ciao, ciao.